Der Ölkonzern DEA plant insgesamt 4 Ölbohrungen hier mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und im Nationalpark Niedersachsen. Jede Probebohrung, jede Erkundungsbohrung trägt ein Restrisiko. Und sollte es zu einem Ölunfall kommen und es ist eigentlich egal, wie viel Öl dabei austritt, hätte das negative Konsequenzen für die Tiere und Pflanzen, die in diesem seltenen Ökosystem leben. Insgesamt gibt es etwa 10.000 verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen hier im Nationalpark. Und einige von ihnen, etwa 250, kommen auch nur hier vor. Und Ölverschmutzungen können dazu führen, dass diese Tiere und Pflanzen massiv geschädigt werden, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinaus. Und das ist auch der Grund, warum man dieses Gebiet als Nationalpark erklärt hat, weil es eben ein so sensibles, empfindliches Ökosystem ist, was einen sehr, sehr hohen Schutz verdient. Und dazu passen Ölbohrungen eben genau nicht.